This episode is brought to you by Aisha Bint Abu Bukir, Morgoli, and Hauptmann Volkov. An episode about a group that had some very original thoughts. No, seriously. It's not like they just copy and paste the most ridiculous bullshit you can imagine from retarded U.S. Americans. Fucking white male! Slut shaming. Period shaming. Fat shaming. And the imaginary gender pay gap. Watch how the next outrage makes its way over the ocean. Racist costumes. But we all know who's not a racist, who doesn't wear the wrong costumes. For the sixth time on this channel, Dumb and Dumber. And here comes the racist, ladies. Idiotin Watch! Ja, da wären wir also wieder. Die Jäger und Sammler erklären uns diesmal, wieso Karnevalskostüme rassistisch sind. Und es hat bereits gereicht, den Titel des Videos zu sehen, um zu wissen, das wird ein richtiges Highlight. Man kann ja sagen, was man will, aber für das Geld, das wir alle an Funk zahlen, kriegen wir auch wirklich guten Stoff. Nichts, aber auch gar nichts, ist trivial genug, um für die ideologisch Verblendeten der Gegenwart kein Problem zu sein. Das wären wahrhaftig hervorragende Nazis gewesen. Fastnacht, Fasching, Karneval. Die große Feierei steht an und es herrscht Narrenfreiheit. Da ist ja angeblich alles erlaubt, oder? Kostümiert. Da hat man in der Kreativabteilung wieder alle Register gezogen. Wir haben hier 5 Karnevalskostüme. Welches davon würdest du anziehen? Oh, jetzt wird's gefährlich. Jäger und Sammler wieder auf offener Straße unterwegs und jetzt soll uns gezeigt werden, wie wenig Feingefühl der oder die gemeine Deutsche bei der Wahl des Kostüms an den Tag legt. Welch inhärenter Rassismus in uns allen schlummert. Was haben wir denn da überhaupt? Also ganz links, da wurde ich schon gespoilert, das ist nicht Fred Feuerstein. Das soll einen Afroamerikaner aus Afrika darstellen und das ist selbstverständlich übelst rassistisch. Neben dem afrikanischen Afroamerikaner direkt der Klassiker, die sexy Indianerin. Geht natürlich auch gar nicht. Nicht nur, weil das kulturelle Aneignung ist, sondern auch, weil das Wort Indianer total rassistisch ist. Die haben nämlich mit Indien überhaupt nichts zu tun, diese Menschen. Dann kommt ein Clown, glaube ich, gefolgt von Supergirl. Und ich glaube, die beiden darf man tragen. Bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, die darf man tragen. Und dann kommt die sexy China-Frau. Das geht natürlich auch auf gar keinen Fall. Und ganz zum Schluss die polnische Flagge. Das ist auch übel rassistisch und polakophob. Dzień dobry, mówi do was rodowita Polka. I want to let you know that I'm deeply offended by this dress that has the colors of the Polish flag in it. Literally nothing has changed since World War II. Guck gerne mal durch. Sieht einfach jetzt am meisten nach mir aus, weil ich tatsächlich auch gern sowas trage normalerweise. Ja, ganz unverblümte Hetze hier von dieser AfD-Wählerin. Indianermäßig halt. Wo findet ihr diese ganzen Volksverhetzer? Innen. Findest du, das ist gut für Karneval oder ist es eher ein bisschen klischeehaft? Ist, glaube ich, schon ein bisschen Klischee, aber ich meine, es ist halt Karneval. Ist halt Karneval. Das ist nicht zu fassen, mit welcher Selbstverständlichkeit sie ihren täglichen Rassismus auslebt. Und wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr auch sehen, dass auf ihrer Mütze Venezia draufsteht. Dabei kommt die doch bestimmt gar nicht aus Venedig. Nazi confirmed, Alter. Ich würde schon sagen, das geht klar. Ich meine, Karneval steht ja auch, also ich weiß nicht, da kann ja jeder machen, was er will. Es scheint fast so, als hätten diese Nazinnen den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Jedem Menschen, der klaren Verstandes ist, müsste klar sein, dass es nur ein sehr, sehr schmaler Grat ist zwischen der Wahl des Karnevalkostüms und der Einleitung des nächsten Völkermords. Das ist ein Tanz auf dem Vulkan, Mädels.
Zum Glück haben wir mutige Gerechtigkeitskrieger wie Nile. Denn jede Wahrheit braucht eine Mutige, die sie ausspricht. Und im Jahr 2018 braucht man in der BRD eine Menge Mut, um den Rassismus, der von Deutschen ausgeht, zu kritisieren. Ich weiß jetzt nicht, wie die Indianer selber für sich so finden, dass man sich als sie verkleidet, weil dann nimmt man sie eigentlich ja nicht so richtig ernst. Habt ihr gesehen, wie Nile überschwänglich nickt, um ihrem Gegenüber zu signalisieren, dass sie genau das sagt, was Nile hören möchte? Guckt euch das bitte nochmal in der Zeitlupe an. Ich weiß jetzt nicht, wie die Indianer selber für sich so finden, dass man sich als sie verkleidet. Dann nimmt man sie eigentlich ja nicht so richtig ernst. Da hat man doch tatsächlich jemanden gefunden, der den Bullshit von sich gibt, den man hier propagieren möchte. Und dieses ganze Argument, welches so gut ist, dass Nile nickt, als hinge ihr Leben davon ab, fällt mit einem einzigen Satz auseinander. Achtung, Nile weiß ebenfalls nicht, wie die Indianer das so finden. Jäger und Sammler maßen es sich an, stellvertretend für jemand anderen empört zu sein. Und so gerne ich euch hier einen entspannten Native American vorstellen würde, ich habe bisher noch keinen kennengelernt. Ich habe aber einen Sikh dazu befragt und seine Meinung will ich euch nicht vorenthalten. Chukal dosto, main Gursikh aan India to, te main apne sare veera pravan nu kehna chahna. I would like to say that I wouldn't even be slightly offended if I encounter a person dressed as a Sikh at a party. Instead, I feel that it would be a great conversation opener. Being a Sikh myself, I would go to the person and say, hey, how are you doing? And how did you come to know about my religion and stuff? And I think that it'll be a great conversation, you know. Also eine Verkleidung ist in dem Moment diskriminierend, wo man sich einfach lächerlich macht über gewisse Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Basis von Rasse, auf der Basis von, was wir in Deutschland gar nicht mehr verwenden, das Wort, Gott sei Dank, auf der Basis von Ethnizität, auf der Basis von Hautfarbe, auf der Basis von gewissen religiösen Überzeugungen. Gilt das nur für Ethnizität und religiöse Zugehörigkeit? Wieso weiten wir das Ganze nicht aus, zum Beispiel auf Berufsbilder? Dann ist es nämlich auch diskriminierend, wenn ich mich als Clown verkleide. Wenn ich einen Kittel trage und mir ein Stethoskop umhänge, wieso diskriminiere ich dann eigentlich keine Ärzte? Oder bezüglich Rasse und Geschlecht, in Anführungszeichen, wenn ich mir eine Perücke mit langen blonden Haaren aufsetze, wieso diskriminiere ich dann eigentlich keine Blondinen? Oder tue ich das etwa? Dann darf ich mich nur noch als Baum oder Mülltonne verkleiden. Und selbst die Mülltonne wäre schon zu viel des Guten, weil ich damit Menschen diskriminiere, die im Müll nach Essen suchen. Ich bin mir wirklich sicher, zu 100% durchschaut zu haben, wie ihr Job funktioniert, Herr Professor von der FU. Und mit sowas wird man Professor. Jeder könnte ihren Job machen. Ich versuche es einmal, da ich passenderweise gerade vor meinem Laptop sitze, vielleicht exemplarisch daran. Was ist an meinem Laptop diskriminierend? Die Tasten sind für schwerstens Übergewichtige mit Wurstfingern viel zu klein und zu nah aneinander. Kameras sind diskriminierend, weil sie bei schlechten Lichtverhältnissen die Gesichter sehr dunkelhäutiger Menschen nicht erkennen. Die Mülltonne vor meiner Tür ist diskriminierend, weil kleinwüchsige Menschen den Deckel nicht aufbekommen. Alles Menschengemachte ist diskriminierend und ihr Job ist es, vor einem x-beliebigen Sachverhalt zu sitzen und dort auf Biegen und Brechen Diskriminierung zu entdecken. Und dafür bezahlt man sie. Traumjob, armer Nachkäum. Nochmal zurück zur Ethnizität. Ist das hier für Sie diskriminierend? Oder das? Nein? Aber das hier doch ganz bestimmt, oder? Was ist der Unterschied zwischen den Sachverhalten? Ach komm, lassen wir den Scheiß, weiter geht's. Das Kostüm an sich heißt Afrikaner. Würdest du sowas anziehen, wenn es jetzt in einer männlichen Version wäre? Ja, weil ich diese Assoziation Fred Feuerstein damit habe. Vermutlich würde ich das tun. Hier habt ihr euch selbst ins Knie geschossen mit der Entscheidung, dem eigentlichen Kostüm, welches ihr gleich vorstellt, noch ein Leoparden-Outfit hinzuzufügen. Wie schön wäre es gewesen, wenn der Typ diese Ausrede nicht gehabt hätte, oder? Die Diskriminierung, die ihr hier sehen wollt, wäre gleich so viel deutlicher geworden. Das ist dann wohl scheiße gelaufen mit eurem selbst entworfenen Kostüm. Aber es wird noch besser. Gucken wir uns das Kostüm doch einmal genauer an. Der Afrikaner. Ein Haufen beleidigender Vorurteile mit langer Historie. Mit unserer Mama Afrika Afro-Perücke bist du der Hingucker auf jeder Faschingsparty. Bereits von Weitem wirst du als gefährlicher Kannibale erkannt. Du kommst unter deiner Afro-Perücke mächtig ins Schwitzen. Upsi, da habt ihr ja einen ganzen Absatz weggelassen. Zum Glück blendet ihr eure Quelle im Bild ein. Ich ergänze mal den fehlenden Part. Bereits von Weitem wirst du als gefährlicher Kannibale erkannt? Oder wozu trägst du einen Knochen in der Afro-Perücke? Ach, das ist ein Saurierknochen. Na, dann ist ja alles in Butter. Und das wirft direkt die nächste Frage auf. Wieso ist in eurem Video zu keinem Zeitpunkt dieser Knochen zu sehen?
Habt ihr etwa eure Bestellung geöffnet und gedacht, Scheiße, so wie das aussieht, ist das ja bestenfalls diskriminierend für Kannibalen aus der Kreidezeit. Jemand muss den Knochen entfernen, sonst machen wir uns lächerlich. Und wenn ich jetzt weiter fantasieren müsste, würde ich behaupten, dass Susie Grime ergänzt hat? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Susie Grime und ich bringe tomorrow voll so random mein Leoparden-Outfit mit und wir combinen den Shit. Checkmate, ihr fucking Racists. Denn aus der Artikelbeschreibung geht eindeutig hervor, dass zum Lieferumfang ausschließlich eine Mama Afrika Afro-Perücke mit Knochen im Haar gehört. Und so einen Quatsch muss ich mit meinen Gebührengeldern finanzieren. Da siehst du es mal, wie es Mama Afrika im Dschungel ergeht. Ach und noch was, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit der Wahl deines Kostüms, denn Supergirl ist ein US-amerikanisches Kulturgut. Darüber hinaus habe ich gerade bei einer kurzen Recherche erfahren, dass Supergirl an eine Gottheit namens Ra'o glaubt. Du hast mit diesem Outfit also auf zwei Ebenen versagt. Erstens machst du dich lustig über die US-amerikanische Popkultur und zweitens ist das Tragen dieses Outfits Blasphemie gegenüber einer Gottheit, an die du aller Wahrscheinlichkeit nach nicht glaubst. Aber lass dir das doch nochmal von einer US-Amerikanerin bestätigen. Hey there, so I'm an American, like actually living in the United States, and I'm deeply offended by this Vietnamese German girl wearing a Supergirl outfit. Also, why on earth do German people use English words when they're speaking German? Isn't that my language, not theirs? I can't. Peace, motherfuckers. Nicht nur, dass die Beschreibung alle Bewohner Afrikas als eine Art zusammenfasst, sie degradiert sie auch noch zu Kannibalen. Das wird hier immer absurder. Das Wort Art taucht in der Beschreibung gar nicht auf und auch keine andere Formulierung, die so eine Aussage rechtfertigen würde. Nicht mal alle Kannibalen zu Zeiten der Saurier werden in dieser Beschreibung zu Zitat einer Art zusammengefasst, sondern bestenfalls die weiblichen Kannibalen, denn es handelt sich ja ausdrücklich um die Mama-Afrika-Perücke. Und da bemerken wir auch schon die nächste Einschränkung. Die Perücke gehört zu einer weiblichen Kannibalin zu Zeiten der Saurier, die auch noch Mutter sein muss. Außerdem wird darauf verwiesen, dass Mama Afrika im Dschungel wohnt. Nun gibt es aber in Afrika nicht nur Dschungel, sondern zum Beispiel auch die Steppe. Also was auch immer dieser Vorwurf, man würde hier alle Angehörigen irgendeiner Gruppe zu einer Art zusammenfassen, bedeuten soll, das gilt bestenfalls für weibliche Kannibalen zu Zeiten der Saurier, die Mütter sind und in einem Dschungel wohnen. Und so gern ich dir hier auch noch jemanden präsentiert hätte, der dir erklärt, dass er oder sie sich nicht diskriminiert fühlt, eine Person dieser Zielgruppe habe ich noch nicht kennengelernt und kann sie deshalb nicht kontaktieren. Ich habe ja ein Mädel aus Indonesien und die hat Folgendes zu sagen. Hallo, saya orang Indonesia. Muss man beleidigt, wenn ein Deutscher zum Karneval geht, mit indonesisch Klamotten anziehen? Das ist doch egal, was du anziehst. Man interessiert ja gar nicht. Also ich finde es sogar stolz drauf, wenn ein Ausländer oder Deutsche eine indonesische Klamotten anhabt. Ich finde es einfach cool. Eine Vorstellung aus der Kolonialzeit, bei der alle schwarzen Menschen als dumm, wild und brutal dargestellt wurden. Ich kann die Kolonialzeit jetzt aus dem Kopf nicht auf ein genaues Jahr eingrenzen, ich glaube aber, dass ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte, dass die Kreidezeit mindestens 15 Jahre vor der Kolonialzeit endete. Könnten sogar ein paar Jahre mehr gewesen sein. Das hier nachempfundene Outfit ist also ein bisschen älter als die Kolonialzeit. Aber dass man alle Kannibalen als dumm, wild und brutal darstellt, finde auch ich problematisch. Da waren bestimmt auch Sensibelchen bei. Jetzt haben wir die Betreiber der Webseite aber am Sack. Voll die rassistische Generalisierung. Ach so, warte mal. Diese Worte stammen ja gar nicht von der Webseite. Das sind ja deine eigenen Worte gewesen. Na dann vergessen wir das Ganze am besten einfach. Ich finde es ein bisschen rassistisch mit Afro und jetzt noch so Leoparden-Dings. Dass man direkt sagt, der Afrikaner, also das wäre so, als würde man jetzt hier irgendwie Kartoffel hinstellen und sagen, ja, der Deutsche. Der Afro ist schon übel, aber dann noch das Leoparden-Outfit. Das heißt, dass Susie Grime in ihrer Alltagskleidung auch ein klein wenig rassistisch ist, oder? Jetzt fehlt nur noch ein Bild von Susie Grime, in welchem sie ihre Haare im afrikanischen Stil trägt. Oh mein Gott, Nazi confirmed, Alter. Misty, blink once if you're Hitler. So, und nun zu dem Vergleich mit den Kartoffeln. Also erstens ist der Ausdruck Kartoffel de facto abwertend. Das funktioniert natürlich auch nur dann, wenn man sich beleidigt fühlen möchte. Aber die Verwendung des Begriffs Kartoffel ist meistens negativ konnotiert. Hashtag not always. Der Begriff Afrikaner dagegen ist akkurat, denn Afrikaner sind Afrikaner. Deutsche sind aber keine Kartoffeln.
Wenn Afrikaner für dich schon eine negative Konnotation hat, dann bist du das Problem in der Geschichte und nicht ich. Und zweitens, wenn du zum Fasching als Kartoffelsack gehen möchtest, dann tu das doch. Wenn ich mir einen Schwarzen vorstelle, der einen Kartoffelsack anzieht und sagt, dass er zum Karneval als Deutscher geht, dann ist er mir direkt sympathisch. Denn ich will einfach nicht glauben, dass dieser Mann irgendjemanden kränken möchte. Er will Spaß haben und das wollen wir alle. Und jetzt hör ganz genau zu, Nili, denn jetzt folgt die zentrale Aussage meines Videos, verpackt in eine rhetorische Frage. Bist du bereit? Kannst du dir ein schöneres Bild vom Karneval vorstellen als einen schwarzen Mann im Kartoffelsack und einen deutschen Mann verkleidet als Afrikaner, die gemeinsam ein Bier trinken? Und nach dieser Frage hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst dich entweder geschlagen geben oder mir erklären, welches Bild für dich schöner wäre in einem Kontext der Völkerverständigung und des Antirassismus. Viel Glück dabei! Und an dieser Stelle versauen wir die wunderschöne Wirkung, die dieses Schlusswort gehabt hätte, weil euer blödes Video noch weitergeht. Als sei das nicht genug, malen sich einige Partywillige die Haut schwarz an. Das ist Blackfacing und stammt aus Theatershows aus dem 19. Jahrhundert. Die klischeehaften Darstellungen dienten zur Belustigung des weißen Publikums. Das ist Blackfacing und stammt aus dem 19. Jahrhundert. Also zum einen schön, dass du hier mit Begriffen um dich wirfst, die weder für meine Eltern noch für meine Großeltern verständlich wären. Ich könnte jetzt elaborieren, wieso das der Fall ist, das habe ich aber hinreichend in meinem Kommentar unter eurem Video gemacht. Und zum anderen ist es irrelevant, weil ich dir garantieren kann, ohne jemals beim Karneval gewesen zu sein, dass die Leute das nicht tun, weil sie an die abwertende Darstellung der Schwarzen einer längst vergangenen Zeit anknüpfen möchten. Da müsstest du mit Reik Anders den DeLorean besteigen und rückwärts in der Zeit reisen, damit die Aussage valide wird. Blackfacing ist deshalb in Anführungszeichen beliebt, weil es keine Ethnie gibt, die sich rein optisch stärker von uns unterscheidet. Wenn wir morgen auf Marsmenschen treffen, die grün sind, dann glaube mir, wäre Greenfacing der letzte Schrei. Es geht darum, sich als etwas zu verkleiden, was man nicht ist. Wo wäre denn der Witz, wenn ein Schwede zum Karneval als Norweger geht? Nochmal, du unterstellst diesen Menschen Böswilligkeit und die kann ich nicht erkennen. Spaß auf Kosten anderer gibt es auch noch heute. Gut so, wenn wir alle Hashtag all Witze übereinander machen könnten, ohne dass irgendwelche selbsternannten Ankläger sich darüber beschweren würden oder bei der falschen Karikatur Menschen sterben müssten, wäre die Welt ein besserer Ort. Am Rosenmontag in Fulda tragen Mitglieder eines Karnevalsvereins Kolonialuniform und stellen Schwarze in parodierender Art und Weise dar. Das dokumentiert das Afrika. Und in Afrika sind auch Neger. Also ich muss schon sagen, ich finde es ziemlich geil, wie ihr euch hier exakt das gibt, wonach ihr gefragt habt. Da ist wahrscheinlich irgendeiner von euch hin und hat mal wieder stellvertretend für andere Anklage erhoben und der Typ setzt bei seiner Antwort noch einen drauf und macht es noch schlimmer. Der Neger kam in vollem Bewusstsein aus seinem Mund. Ich weiß, das ist für euch überhaupt nicht nachvollziehbar, aber eine Pointe kann auch sehr gut davon leben, dass sie politisch unkorrekt ist. Wie wir gleich sehen werden, beschränkt man sich heute lieber auf die Witze, die Gratismutter fordern, weil man dabei absolut nichts zu verlieren hat. Das ist Tradition. Der Verein ist über 80 Jahre alt. Ja? Und die Tradition besteht. Und jetzt auf einmal soll das Ganze zu Ende sein. Nein, das kann es nicht sein. Leider kommt hier von euch kein Gegenargument mehr. Hätte mich mal interessiert, was ihr gegen seine Aussage einzuwenden habt. So wie der Gute aussieht, ist er möglicherweise Gründungsmitglied vor 80 Jahren gewesen. Wieso soll er sich zukünftig seinen Spaß versauen lassen, wenn er niemandem etwas Schlechtes will? Alles, was ihr könnt, ist empört sein. Stellvertretend für andere und das macht es so armselig. Der Ursprung oder die Kernidee kommt eigentlich von einem sogenannten Gleichheitsprinzip, denn eigentlich geht es ja um die Umkehrung von Dominanz. Es geht eigentlich um das, auf gut Deutsch gesagt, um das Veräppeln einer herrschenden Klasse, sei das eine religiöse Klasse, sei das eine politische Elite. Abgesehen davon, dass sie hier mit dem Trump-Mobil auf wunderschöne Weise den derzeit so beliebten Gratismut zur Schau stellt, hat der Professor von der FU gerade gesagt, dass es eigentlich um das Veräppeln einer religiösen Klasse ginge? Warte mal, das spulen wir nochmal zurück. Es geht eigentlich um das, auf gut Deutsch gesagt, um das Veräppeln einer herrschenden Klasse, sei das eine religiöse Klasse, sei das eine politische Elite. Ja, das hat er gesagt. Also eine politische oder auch religiöse Klasse zu veräppeln geht in Ordnung. Habe ich das richtig verstanden?
Aber hat der Herr Professor am Anfang nicht gesagt, dass eine Verkleidung in dem Moment diskriminierend ist, wo man sich lächerlich macht über eine religiöse Zugehörigkeit? Warte mal, das spulen wir nochmal zurück. Also eine Verkleidung ist in dem Moment diskriminierend, wo man sich einfach lächerlich macht über gewisse Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Basis von Rasse, auf der Basis von, was wir in Deutschland gar nicht mehr verwenden, das Wort, Gott sei Dank, auf der Basis von Ethnizität, auf der Basis von Hautfarbe, auf der Basis von gewissen religiösen Überzeugungen. Ja, das hat er gesagt. Da fehlen mir glatt die Worte. Ich rate übrigens ausdrücklich davon ab, sich zum Karneval als Mohammed oder Imam zu verkleiden. Als Jesus oder Papst könnt ihr übrigens ohne Probleme gehen. Da wären wir wieder beim Gratismut. Denkt mal darüber nach, Nile. Doch viele Kostüme verspotten ausgerechnet diejenigen, die im Alltag eh schon Diskriminierung erfahren. I like the wig and I like the floral pattern here. Yeah. And I like the colors. Guys, come on, what is the problem with this man? He likes the wig, the floral pattern and the color. What are you, Italophobe? Direkt aus China eingeflogen kommen die asiatischen Schönheiten in ihrem sexy Dragon Girl Asiatin-Kostüm direkt zu angesagten Motto-Partys geeilt. Sie wirken verführerisch und exotisch in ihrem Outfit und erobern die männlichen Partygäste im Sauseschritt. Aber Nile, deinem Namen nach zu urteilen, bist du doch Vietnamesin. Wieso ist für dich ein sexy China-Frau-Kostüm problematisch? Jetzt mal ganz im Ernst, empfindest du das wirklich so? Wie auch immer, ich habe hier eine sexy China-Frau, die möchte uns allen etwas mitteilen. Hello, ich bin Hong Kong Yan, ich bin Chung Kwa Yan. So what makes you think that we will be offended when people dress up in our traditional dresses for the carnival? Personally, I don't mind and won't be offended if someone wears traditional Chinese clothing or dresses for the carnival. Guys, it's just a carnival and people can wear whatever they want for this occasion. So just have fun and worry less. Derartige Kostüme verstärken die Vorstellung der sexhungrigen und unterwürfigen Asiatin. Abgesehen davon, dass mir dieses Klischee überhaupt nicht bekannt war, trifft das nicht auf jedes Kostüm zu, das sexy im Namen hat? Dürfen sich jetzt Krankenschwestern auch diskriminiert fühlen? Oder Stewardessen? Guck mal hier, mit Heiligenschein sogar. Dürfen sich jetzt Christen auch diskriminiert fühlen? Nile, verstehst du, worauf ich hinaus will? Ein Klischee, mit dem sich eh schon viele Betroffene rumschlagen müssen. Yay, Opferpunkte sammeln. Guck mal hier, ich darf mich auch diskriminiert fühlen. Und dann trägt das auch noch ein Asiate. Cultural Appropriation. Das vorherrschende Bild? Die zarte und unselbstständige Lotusblüte, die stets zu Diensten steht und allen Männern ihre Wünsche erfüllt. Klingt für mich nach Prostitution. Klingt für mich nach einem sexy Karnevalskostüm. Und genau das soll es auch sein. Aber egal, wollen wir uns hier nicht von der Realität beeinflussen lassen. Verkleiden soll Spaß machen, ist aber kein Freifahrtschein für rassistische Klischees. Ja, nee, sorry. Da war mein Schlusswort um einiges besser. Zum einen, weil ich schon mitten im Video abgeliefert habe und zum anderen, weil es besser war. Spul nochmal zurück, Nile. Wenn du darüber nachdenkst, ist das vielleicht eine Offenbarung für dich. Long time no talk. I'm about to fall asleep, by the way. So this is my last message. Don't be worried if I do not reply. Well, that's funny that you sent me that picture, because look, there is this, I don't know if you have, I don't know how familiar you are with American culture. There's one thing going on at the moment for the last 2 or 3 years. It's called the SJW, it's the Social Justice Warriors. And they make ridiculous claims about all kinds of shit. One of them is that most Halloween costumes are racist, so if you dress up as an Indian, it's fucking racist. If you dress, I mean, in case you're not an Indian, okay? If you're an Indian, you can dress up as an Indian, that's okay. If you dress up as a Chinese or like an Asian Persian, it's super racist and so on and so on. It's crazy, man. It's hilarious. Anyways, this shit is like everything coming to Germany with some years of delay. So now we have the same crap here, and what these people do is they produce YouTube videos about their bull crap, and they're even financed by the government, by the way. But anyways, I'm having a YouTube channel myself for 1.5 years now. It's I'm at 15,000 subscribers now, which is okay. It's respectable, I guess. It's, yeah, I can live with that. And at the moment, I'm working on a response video to that bull crap video they are doing.
So what I do is I contact several people I know from around the world and basically ask them the same question. And what's funny is that everyone tells me, why should that be racist? I just ask, by the way, who is Indian. I don't know if you remember him. And he told me that if, for him, it was not a Chinese woman, for him, it was, what if I dressed up as a Sikh? I put a turban on my head and so on. And I'm going to Halloween as a Sikh. Would that be a problem? And his response was that absolutely not. It would even be nice because it would be a nice opener. So he would come to me and tell me, hey, what's going on here? You look like a Sikh. I'm a Sikh. So what's going on here? What's the deal? And you could have a chat, you know, and everything is fine. The point is that if you want to see racism, there's racism everywhere, you know. But if you just want to get along and be happy and so on, there's basically only racism at the extremes. So I'm sorry to blabber here like a crazy guy for 2 minutes and 30 seconds. Anyways, the first picture, I thought that could be an Indian. So I was like, wow, that's amazing, because like, that's one of the most offensive things you can do. But then it turns out, obviously, that's a Chinese dress. To make it short, thanks a lot for this message. If you are fine with that, I'm going to use a picture of this message for my YouTube video. I will not show your name. I will not show anything related to your person. But maybe I'm going to ask you again to send me a voice message of like 10 seconds, 20 seconds to tell the world that in your opinion and your Hong Kong Chinese, this is nothing like racist or whatever. But I will let you know. It's time to go to bed for me. I don't even know where you are. I don't know if you're in Hong Kong. I don't know if you're in Australia. You're obviously still a couple with which is amazing. You're like, seriously, you're like one of my favorite couples ever. I hope you will be happy for eternity. I will come back to you very probably about this voice message. I thank you so much. And I hope whatever you're doing at the moment, you are super happy. You're doing exactly what you want to do. That's probably playing the piano in front of huge audiences. Enjoy your life. Enjoy your relationship. Lots of love from Berlin, and talk to you soon.